Hallo, hier sitze ich in der Küche und bin ganz außer Atem, weil ich mehrfach rumrennen musste, ich immer die falschen Sachen dabei hatte. Falsche Mütze nämlich. Und hier sieht man schön im Video meine aufgekratzte Stelle unter dem etwas zu kurzen Bart, aber wissen wir doch. Jedenfalls Eating Warm Fanpost. Und zwar das hier. Oder auch, aber ich glaube, ich finde es so besser. Das ist aus Korea, das hat mir der Tokio mal mitgebracht. Danke, Tokio. Und das wird auch langsam Zeit, weil scheinbar läuft das jetzt hier ab. Also wird es gegessen. Und es ist kompliziert. Es ist irgendwie Otogi, heißt die Firma, das habe ich rausgebracht. Und Boki Ramen, irgendwie, was wenn man es heißen mag, mit irgendwas Spaghetti und Käse. Man sieht hier ja Nudeln, klar. Und Käse, was da Spaghetti mit zu tun haben soll, ich weiß nicht. Steht hier irgendwo Spaghetti. Und weil es aus Korea direkt ist, ist auch die Zubereitungsanleitung ein bisschen kryptisch, nennen wir es mal so. Aber gut, ich habe es mit einem Übersetzungstool so einigermaßen probiert und ich hoffe, ich werde es jetzt genießbar zubereiten können für mich, wenn ich sie erstmal aufgebracht habe überhaupt. Also, da steht, wo gut, man sieht hier auch ganz gut eine 4. Das sind 4 Minuten. Man kann sie in der Mikrowelle machen, erstaunlicherweise. Aber ich habe es jetzt mich für einen normalen Wasserkocher entschieden. Gucken wir mal. Also das Ganze ist 4 Minuten mit Deckel drauf. Und vor, da müssen 3 Tütchen drin sein. Machen wir mal auf. Hier steht Easy Open. Naja, Easy Open. 3 Tütchen. Problem ist, eine davon kommt gleich am Anfang rein. Also was nicht rein soll, die flüssige kommt erst hinterher rein. Deshalb. Und die pulverige, ich glaube, das ist Pulver. Und das the Broth, Broth hat es einmal, das ist glaube ich Gemüsescheiß. Also, das kommt vorher drauf, gleich drauf, bevor man das Wasser drauf kippt. Hier steht Easy Open, Easy Lock. Wie locke ich das denn easy? Ach, das ist ein, sag bloß, ein Zapfen. Es ist wirklich gar nicht so doof. Zapfen. Und da vorne ist jetzt dann, da zum Abgießen, hier öffnen. Ja, gut. Ist nicht schlecht gemacht. Oh, und da ist ganz schön viel Nudel drin. Also, die Inhaltsstoffe und so kann ich mir ja schenken, man kann es nicht lesen. Kalorien, ah, hier. 520 Kalorien irgendwie. Preis weiß ich auch nicht. Ob man die bei uns kriegt, schwer zu sagen. Otogi-Sachen gibt es, aber diese konkrete Variante habe ich nicht gesehen. Also, stand irgendwie am Anfang soll die Tüte, die Würztüte soll drauf. Dann machen wir das doch mal schnell. Wasser ist gerade heiß geworden, sehr gut. Das ist aber ein bisschen wenig Würzzeug. Also gut. Drauf. 460 Milliliter. Das ist super. Das hat keine eingezeichnete Markierlinie. Also eine ganz vage. Ich hoffe einfach mal, dass es ungefähr stimmt. Ich habe mich tatsächlich nicht abgewogen. Respektive abgemessen. Aber ich meine, nachdem das Wasser hinterher abkippt, dürfte es nicht so das große Problem sein. Also schauen wir mal. Drauf, 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 drauf. Ich glaube, ungefähr so viel war es. Viel mehr geht auch nicht mehr. So, machen wir zu. Den Easy Lock drauf. Ja, wenn ich es hinkriegen würde. Easy Lock. Easy gelockt. Gut. Hier. Easy gelockt angeblich. Naja, 4 Minuten. Warten wir es ab. Also ungefähr bis 8. Ich mache mir schnell eine Milch und dann können wir noch ein bisschen weiter plaudern. So, Moment. Da steht es auf, das ist so nicht gedacht. So soll das nicht sein. Legen wir eine Gabel drauf. Besser ist das. Habe ich nicht aufgepasst. Skandal.
So viel zum Thema Easy Lock. Ist doch klar, so ein kleines Ding kann doch... Aber wie soll ich es denn sonst aufmachen? Wahrscheinlich ist es ganz... Oh, da öffnet sich auch schon die Öffnung, wo man es hinten nach abgießen soll. Ah, ich habe hier übrigens eine Schere auch noch, damit ich mich dann nachher bei der flüssigen... Da steht zwar Easy Cut. Wobei, da steht tatsächlich Easy Cut. Man könnte es auch da ziehen, aber das ist gefährlich, sowas. Mit Abbildung, süß. Also es ist die flüssige Würze wohl und das ist andere Würze. Was auch immer. Jedenfalls, also der Tokio hat es mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, ob er es selber mal probiert hat. Ich habe auch keine Ahnung, wie es jetzt schmecken mag. Was ist es eigentlich wirklich für die Geschmacksnote sein soll? Steht Käse und Spaghetti drauf. Und Bock, 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 was auch Kok, Kok, Kok heißt. Oder Koch, Koch, Koch. Es ist schwierig. Die Tools sind nicht so, so Kamera drauf und Dings. Da weiß man nicht ganz genau, was rauskommt. Was jetzt richtig ist oder nicht. Ich kenne mich ja auch nicht aus mit der Sprache. Jedenfalls Korea. Gut, schauen wir mal. Ja. Also ich hoffe, dass es die Bildqualität hier, ne, sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt sind wir ja in der Sommerzeit angekommen, während ich das hier aufnehme. Da wird es natürlich länger hell bleiben und zu meiner Essenszeit ist es noch nicht dunkel. Das heißt, ich könnte es natürlich künstlich dunkel machen, das ist ja auch Blödsinn. Also versuchen wir das Ganze hier mit Naturlicht ein bisschen zu bestreiten. Und ja, ganz spannend. Also ich habe hier, ich nähere mich dem langsam, also mein Vorrat an Pflicht, wollte ich gerade sagen, mein Vorrat an Pflicht, warme Mahlzeiten ist fast abgenutzt. Das stimmt natürlich nicht. Quatsch, ich habe ja neue bekommen vor einer Weile. Wo er eins inzwischen, was weiß ich, weil ich das hier veröffentliche. Ich sollte mich jetzt irgendwie nicht mit reinfolgen lassen. Also, der stört mich hier. Zeit ist das mal weg, halt, so ein Scheiß. Naja, egal. Jedenfalls schauen wir mal, wie das hier schmeckt. Noch ist es Temper. Auch das hier, heute ist ein Tag, wo es draußen immer noch 24 Grad hat am Abend. Leck, scheiß, es ist nicht so toll, das wird im Sommer natürlich noch viel weniger toll, aber mal gucken, wie es so läuft. Also, noch eine halbe Minute, Pi mal Daumen, und dann ist das Ding hier gegessen. Wir wollen jetzt mal gucken, wie wir das erst abkippen, dann Zeug drauf kippen, drauf rieseln, drauf gießen, whatever. Also, ich habe hier wie immer, taktisch klug einen Teller, weil ich ja danach zum Abgießen muss ich ja jetzt dann an den Abguss, Abfluss, ans Waschbecken, ans Becken, ans Wasserbecken, Waschbecken, Spül, an die Spüle gehen. Jetzt, sehr gut, lang genug rumgeeiert, damit ich das abgießen kann. Also, es ist keine Suppe, es ist eine Nudelmahlzeit sozusagen. Gut, schauen wir mal. Also, wo es explizit heißt, jetzt abgießen bitte. Dann abtropfen lassen. Hahaha. Okay. Die 4 Minuten sind rum. Dann gucken wir mal, wie das hier so aussieht. Also, das ist an sich nicht uncool. Schauen wir mal. Ups, aber ich habe. Hier hat man nämlich. Kann man das erkennen? Das sind die Dinger, die aus dem. Ich schau mal, ob man das hier ein bisschen anlupfen kann. Man kann es erahnen, oder? Da sind Löcher drin, wo das Wasser raus zum Kippen ist. So, probier schnell. Hoffentlich ohne mich. Heillos zu verglühen, es ist echt ganz schön heiß. Ja. Also, ich kann sagen, dadurch, dass dieser Becher so groß ist, ist man nicht so schnell in Gefahr, dass man da hinlangt. Also, ja, ging schon. Also, ne, die Nudeln schauen noch recht zusammenpassend aus. Das draufgestreute Zeugs ist auch noch nicht so super sexy. So, probieren wir mal, wie das hier aussieht. Und so sich dann drauf easy cutten. Wie gesagt, ich mache noch easier, indem ich es einfach aufschneide. Dachte ich. Diese Linie ist fake, da muss man tiefer schneiden. Sauerei. Jetzt aber immer noch ein bisschen weh. Also gut, wie auch immer. Man sieht es, das ist, hätte ich ein bisschen größeres Loch machen können. Die ist, okay, sie ist also zähflüssig und nicht flüssig. Hätte ich das geahnt, hätte ich es vielleicht doch so aufgerissen. Aber man kann es recht gut rausquetschen. Also das finde ich jetzt schon mal nicht nachteilhaft. Oh, riecht ein bisschen wie Ketchup. Gut, das ist das gemacht. Und jetzt noch dieses Pulverzeug. Dann sollte man wohl umrühren, denke ich mal. Macht auch, okay, das ist, oh. Fleischfarben, das ist der Käse wahrscheinlich, oder? Käse. Ja, das ist definitiv Käse, ob es jetzt Parmesan ist, wer weiß. Also, jetzt umrühren, denke ich mal, heißt es wohl.
Das sind wieder mal traditionelle lange Nudeln offensichtlich. Also ein bisschen flüssiger, will ich meinen, könnte es ruhig sein. Unten ist noch ein bisschen Wasser drin geblieben. Na gut. Ja, da ist auch Fleisch mit drin. Also ein paar von diesen Primeln vorhin waren offenbar Fleisch. Und deswegen gucken wir mal, wie das jetzt so schmeckt. Es ist optisch, bleibt erstaunlich hell. Das kommt dem Farbton hier wirklich fast, also man sieht es, oder? Das ist ziemlich hell. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ein bisschen doof ist dieses ganze, also vom Schauen her, dieses ganze Fleischfluselzeug, das rutscht ziemlich nach unten durch. Das werde ich also quasi mit den Resten nachher noch ein bisschen erwischen. Außerdem, also das ist interessant. Also es ist auf jeden Fall ganz was anderes wie die ganzen Nissin-Nudeln. Die wirken doch deutlich. Wobei so große Becher hatte ich ja relativ selten. Aber, also hier, wie man sieht, boah, das sind schon Brocken. Ha? Also Spaghetti würde ich es jetzt nicht nennen, aber schauen wir mal, wie das so schmeckt. So, also zeige ich es euch mal. Hier, so sieht das aus, aufgerollt. Sie sind ganz schön weich. Und diese fruchtige, das ist ein bisschen fast schon fruchtig, wird es. Fruchtig, süßlich, diese Paste, die ich da reingequetscht habe. Also spontan würde ich sagen, das schmeckt gut. Ja. Wenn ich mal wieder in Galway oder so komme, werde ich vielleicht mal gucken, ob ich die finde. Das ist koreanisch. Ich habe das Gefühl, dass die auch überwiegend japanisches Zeug haben. Oder gibt's? Also GoAsia heißt ja so, der hat sich ja nicht nur, aber vor allem, glaube ich, gibt es spezifische koreanische Einkaufslebensläden irgendwo? Im Ruhrgebiet gibt es doch sicher alles. Da kann man auch ganz schön große Brocken auf einmal essen. Also, ich finde, die Nudeln könnten ein bisschen knackiger, ein bisschen al dentiger sein. Die sind tatsächlich ziemlich weich, aber noch aus, also nicht zu weich, aber ziemlich weich. Diese kuriose Pastensoße ist echt lecker irgendwie, so fruchtig, halt anders. Nicht so, also das schmeckt schon deutlich anders wie die ganzen Nissin Cups, muss ich schon so sagen. Und mengenmäßig. Ich habe jetzt nicht geschaut, was so ein komplett. Also, das ist schon eine ordentliche Mahlzeit, finde ich. Also, hier nochmal zum Zeigen. So sieht das aus. Und ich muss sagen, mir schmeckt es bisher. Mal so ein Fleischflusel ausprobieren. Sieht man das? Das geht schon. Also, fällt nicht weiter auf. Also ich glaube, das soll Fleisch sein. Ich kann es natürlich nicht beschwören. Aber ja. Also. Der pulverige Käse ist erahnbar, aber er fällt nicht weiter auf. Kann man als gut oder schlecht finden. Ja, ich habe irgendwie eine sehr ähnliche Sorte ohne Käse, habe ich gesehen im Netz beim Suchen, wie das Ding eigentlich heißt. Also keine Ahnung, ob das jetzt hier eine Sondersorte ist. Irgendwas steht drauf, dass die Wiedervereinigung von Käse und Spaghetti und so. Also es ist möglich. Und wenn man sieht, ich habe es leer geschaufelt. Könnte ein bisschen mehr noch vertragen. Also es war jetzt echt gut. Also mir hat es geschmeckt. Ich fand es gut. Viel Glück beim Suchen. Ich weiß nicht, wie gesagt, in Korea gibt es das wohl in jedem Supermarkt vermutlich. Danke, Tokio, nochmal fürs Schicken, habe ich jetzt beinahe nochmal vergessen. Der Tokio hat das geschickt. Danke, Tokio. Deswegen auch weiß ich mit. Und ich fand's gut. Keine Ahnung, wie das jetzt gewesen wäre, wenn ich es in der Mikrowelle zubereite. Hätte ich das Wasser vorher wärmen sollen oder einfach kalt? Oder steht da auch, ich gucke gerade mal, da steht jetzt keine klar erkennbare Zahl drauf. Einfach nur Mikrowelle. Das ist ein bisschen vage. Hier nochmal sieht man, da sieht man es nochmal ganz gut. Da konnte man das Wasser durchkippen. Ich muss sagen,
Ja, ich bin angenehm überrascht, wie ordentlich das schmeckt. Ich muss mal, vielleicht für, also solche, weiß jetzt Rahmen, solche großen Dinger gibt es manchmal hier und da, sehe ich sie, auch im Supermarkt so. Vielleicht lasse ich mich da mal wieder in Versuchung führen, aber das war jedenfalls gut. Hier nochmal zum Zeigen, falls es jemand versuchen will zu finden, keine Ahnung, was das alles heißt, haltet euer Handy drauf und hofft, dass die Übersetzung was Vernünftiges ausspuckt. Und ich sage nochmal, danke Tokio, war ein gutes Mal und damit bis zum nächsten Mal. Hahaha. Tschüss.